Stehen Frauen auf? Gibst du bei Google diese Frage ein, dann gehst du das ganze Alphabet durch, ca. 202 weitere Anfragen dieser Art. Das sind also die Fragen, die sich Männer regelmäßig stellen und sich erhoffen, von Tante Google eine Antwort drauf zu kriegen. Meine Ansicht, das brauchst du eigentlich gar nicht, denn die überwältigende Mehrheit dieser Fragen hat ein und dieselbe Antwort. Ich sag dir gleich, welche das ist. Also, dass hier Jungs so viele Fragen dieser Art in die Tastatur hacken, das zeigt im Großen und Ganzen, dass sie sich entweder Bestätigung suchen oder eben erfahren wollen, was sie tun müssen, damit die Ladies auf sie abfahren. Und manche Fragen, die sind wirklich ein bisschen neckisch, wie zum Beispiel: Stehen Frauen auf kindische Männer? Stehen Frauen auf lange Wimpern? Hä? Wie jetzt? Stehen sie auf Nichtraucher? Stehen sie auf Hoden? Habe ich auch gelesen. Das klingt echt alles ein bisschen komisch, aber offenbar gibt's halt genug Männer, die sich solche Fragen stellen. Naja, andere Fragen hingegen sind richtig tief und haben auch ihre Berechtigung. Wie zum Beispiel: Stehen Frauen auf Lehrer, auf Feuerwehrmänner? Stehen sie auf Narben? Stehen sie auf Handschellen? Alles richtig interessante Ansätze mit einem realen Hintergrund. Hier könnte man ad hoc nämlich antworten: Lehrer stehen für Kompetenz und Sugar Daddy, Feuerwehrmänner für Heldentypus, Narben stehen für gefährliche Männer, Handschellen für Unterwerfung der Frau. Also die meisten Jungs, die wissen eigentlich schon instinktiv selbst, wie Frauen gestrickt sind. Nur eben wollen sie sich die Bestätigung dafür holen. Eine Bestätigung, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Und mehr noch, Zweifel, die sie eigentlich gar nicht nötig haben. Denn genau diese Zweifel sind es ja, die Frauen oft abtörnen, ganz egal welches in Anführungszeichen Problem du hast. Was also die Antwort auf beinahe all diese Fragen ist, liegt auf der Hand. Stehen Frauen auf XYZ? Ja, Mann, wenn du es tust. Im Kern fahren sie immer auf dasselbe ab, nämlich auf dein Selbstvertrauen, auf deine Macht und auf deine Selbstbestimmung. Was sie nicht gebrauchen können, sind Selbstzweifel und notorische Schwäche. Deine Unsicherheit, die überträgt sich genauso schnell auf die Frau, wie es deine Sicherheit tut bzw. tun würde. Nehmen wir mal ein krasses Beispiel. Stehen Frauen auf dünne Männer? Wird hier ja auch gefragt. Also tendenziell stehen sie natürlich nicht auf Typen, denen man das Vaterunser durch die Rippen pusten kann, verglichen mit einem athletischen Typen. Aber haben sie einen dünnen Mann vor sich, der selbstbewusst und selbstbestimmt bis unter die Dachkante ist, und daneben steht ein athletischer Typ, der von Komplexen und Selbstzweifeln nur so zerfressen ist, dann nehmen sie naturgemäß den dünnen, logisch. Du kannst das auch umdrehen, das Ganze. Ein Mann mit Knete beispielsweise und einem dicken Auto unter dem Hintern, der aber ein emotionales Wrack ist, der löst weniger echte Anziehung auf Frauen aus, als ein mittelloser Charmeur und Draufgänger, der voll und ganz auf sich selbst abfährt. Okay, ich denke, du weißt, auf was ich hier hinaus will. Stell dir also besser keine Fragen, deren Antwort du eigentlich selber kennst. Was du natürlich unbedingt tun musst, ist es, in meinen kostenlosen Premium-Bereich zu kommen. Dort werde ich dann drastisch deutlicher und ich sorge dafür, dass du die bestmöglichen Ergebnisse davon trägst. Der Link zum Sofortzugang ist unten in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.